Servus! Servus, Leute! Willkommen zu My Galaxy. Ja, letztes Mal haben wir einen ziemlich miesen Stern. Waren wir auf der Fährte. Und zwar den geheimen Stern da oben. Und das war eine schöne Bombengeschichte und die war knapp. Saumäßig knapp. Ja, so auf der Mülldeponie. Jetzt machen wir gleich in die Riesenfestung weiter. Oh ja. Das war auf jeden Fall ein Special, das hatte in sich. Die Bob-Mission so nebenbei ist auch einer der meistgehasstesten Missionen im ganzen Spiel, Aufgaben. So, jetzt kommen wir zu dem Stern, weswegen wir eigentlich hier sind. Oder willst du doch mal die Bilder von ihm machen? Oh mein Gott, nein. Danke, ist das für dich. Verwandlung. Bist du gerade in sein Loch reingestiegen? Bin jetzt nicht genau darauf geachtet. Oh, das wird doch interessant. Die Teile tun weh, so nebenbei. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ah, jetzt hat sich gerade kurz die Remote verabschiedet. Oh. Und da haben wir die unsere Riesenfestung. Ich frage mich bei der Mülldeponie, bei der Röhre, was wäre da drin gewesen nämlich noch? Hm. Weil da war eine Röhre gewesen, das kann man die auch kommen, wenn ich mal angucken bei Zeiten. Müssen seine Mission immer machen. Ach du Heiliger. Ich meine, dass die Röhre sich bei der Mülldeponie zurückbringt. Bin mir jetzt aber nicht so 100% sicher. So. Eigentlich sollte Mario bei so einer gigantischen Explosion sterben. Was war das denn? Was war mit A? Okay. Mit dem Arsch. Thank you.
Schon cool mit dieser Kanone. Ein Penis! Oh mein Gott. Okay, da wäre ein Leben drin. Ach. Das war jetzt auch fair. Ja. Ich überlege gerade drüber zu springen, ob das vielleicht vorteilhafter wäre. Why not? Kannst sie auch so hin platzieren, dass sowohl das Leben als auch der Stern befreit sind. So nebenbei. Es geht sich aus. Das war schon... Ja. Ich muss vor der Schranke das, die Bombe werfen. Ja, das... Dann jetzt ein bisschen los, die Schöne. Oder einfach ein First Try werden. Ja. So nebenbei, der Mülltopfer-Stern war der einer der schwersten Sterne, so in dem Level. Ich meine, so beim ganzen Badezimmer. Ich glaube sogar okay. Der schwerste. So. Der nächste Stern. Die Bedrohung. Etzler kippelt auf die Schnauze. Ein rotes kleines UFO. Sind das Montys? Kann man so nennen? Ach! Das sind die! Ja. Die mit den Schraubenschlüsseln schmeißen. Moment, wenn die schmeißen, ich will mal probieren. Geht das, wenn ich... Kann man ja irgendwie töten oder so? Meine anschießen, dann sind sie glaube ich kurz betäubt. Oder mit Bomben oder Kugelrelease. Ansonsten müsste ich auch erstmal ausprobieren. Thank you.
Ah, verstehe, du bist kurz gebufft, wenn du irgendwo den donnerst. Tja. Ich glaube, ich gerade... Ja, genau das habe ich mir schon gedacht. Ich muss nämlich das nutzen, was die Gegner machen. Danke, alle voraus. Oder vorwärts. Vielen Dank. Zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Durch mein Arno! Kabusch! Wow, was ist das denn? Interessant. Was hast du vor? Ich habe versucht, das umzudrehen, aber... Das hat er bloß diesen einen Raum verändert. Mhm. Und so kann man es auch machen. Aber das ist so fucking genial, finde ich. Es ist ultra genial, das Level. Ach, du wieder. Ich hab dich doch schon mal gesehen. So ein fucking geniales Level. Kaboom! Alles explodiert. Und was das sein? Ja, die Laser gehen jetzt nicht kaputt. Aber die UFOs. Ja, da gibt's Leben und willkommen im Luma-Laden. Moment, verkauft mir etwas. Was ist das für nur 30 Sternteile? Was möchtest du haben? Ich denke mal, die Maximumkraft haben wir ja noch. Dann nehmen wir das One-Up. Zeit zu bezahlen, aber kein Sternteil weniger als vereinbart. Ja, genau so, mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal. Interessant, dass es auch diesen so einen Luma-Laden gibt.
Weswegen wohl, Schmacki? Sie überlegt mal. Ich sehe da oben schon was schweben. Ich hab da so eine Vorahnung. Deswegen gibt es da so einen Luma-Laden. Drehwurm, ja. Er hat auch ein geiles Design. Stimmt. Das ging schnell. Ja, das auch sehr leicht. Aber cool. Echt cooler Boss. So, die nächste. Oh, oh, oh. Ich sehe schon, Risikokomet beim Kampffelsen. Willst du den mal probieren? Ich probiere ihn mal. Schmeckt bestimmt gut. Nom, 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 nom. Eine neue Sorte von Komet. Ätzler geht der Arsch auf Klatter. Yes. Ich verstehe. Wie du oben rechts siehst, ist jetzt die Kacke am Dampfen. Ja. Weil es könnte schlimmer sein. Stell dir mal vor, du müsstest alles machen. Oh mein Gott, das wäre richtig Horror. Na, der Horror wird im späteren Teil schon bald kommen. Ah, zu früh. Das war jetzt komplett verkackt. Ja. Und die Leben rasseln einfach so dahin. Aber der ist machbar. Der ist durchaus sehr machbar bei dem Boss. Ja, das ist ein leichter Boss. Selbst für Galaxy-Verhältnisse. Wobei... ein schneller Boss, kann man sagen. Teil von Softpark hätte den bestimmt mit links gepackt. Dreidel, Dreidel, Dreidel! Yeah.
Ich finde, die Challenges haben was. Juhu. Easy. Geschafft. Die haben wirklich fast die Challenges, ja. Die werden aber gegen später nicht einfacher, musst du wissen. Das glaube ich dir. Ja, dann schauen wir im nächsten Part mal, wie das weitergeht. Bis dann. 1, 2, Risiko.